Der Luftschutzwart hat auch weiter eingeteilt, ob sie richtig sitzen. Die Meyers, dritter Stock, Müller, zweiter Stock, Schmittens, erster Stock, ja, sie sitzen richtig. Ach, und du Mädchen bist ausgebombt aus Prenzlauer Berg und wohnst jetzt hier bei der Oma? Bleib sitzen. Wer versteckt sich denn hinter der Tür hier? Mensch, der Halbjude, raus, Juden, in die Bombennacht. Ja, mein Name ist Tommy Spree. Ich bin ehemaliger Lehrer für Geschichte und Englisch. Und hier im Antikriegsmuseum sind wir eine Gruppe von Schülern, Studenten und Lehrern, die in einem großen Team, wir sind über 30 Leute, die Besucher des Antikriegsmuseums betreuen. Achtung, Achtung! Hier ist der Befehlsstand der 1. Flak-Division Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder. Dann hatten die Berliner eine halbe Stunde Zeit. Und wer hier im Hause wohnte, wie gesagt, konnte ja eine junge Mutti sein mit ihrem Baby, musste sie mitten in der Nacht aufwecken und runtertragen. Koffer auch dabei, im Koffer wichtige Papiere, die sonst verbrennen konnten. Krieg bedeutet Feuer. Dürfen sich jetzt den Angstschweiß von der Stirn wischen? Sie haben es überstanden. Eigentlich sitzen Sie ja ganz gemütlich hier. Und ich gebe Ihnen die Garantie, dass Sie innerhalb der nächsten 10 Minuten Ihr Leben rauskommen werden. Aber wie sah die Wirklichkeit aus, wenn hier in der Nähe eine Bombe explodierte? Dann wackelte hier das ganze Haus und der Putz kam runter. Frauen und Kinder haben geschrien vor Angst. Das Museum, konzipiert von meinem Großvater Ernst Friedrich, im Jahr 1925 war gedacht als ein Museum für die Jugend. Denn er war der Meinung, es waren gerade die alten Männer, die Kriege wollten, die fasziniert waren von Waffen und von Gewalt und von Militarismus. Da haben sie also in ihren Gremien, die hatten sie ausgehoben, da haben sie gestanden, die Soldaten, 4 Jahre lang manchmal, in Schlamm, in Blut, in Tränen. Und es gab schon im Ersten Weltkrieg schlimme Waffen. Ein Flammenwerfer hatte man also auf dem Rücken, eine Flasche, konnte man die Düse anzünden, dann kam eine 20 Meter lange Stichflamme raus. Hielt man in den Graben, nicht wahr? Wie sollte man ausweichen? Wir können also sagen, der Erste Weltkrieg ist ein solcher Massenvernichtungskrieg, der übrigens auch gerade Zivilbevölkerung trifft. Das heißt, ein Jahr bevor das Museum entstand, hatte der Gründer Ernst Friedrich ein Buch herausgegeben, Krieg dem Kriege genannt, wo er Fotos brachte vom Ersten Weltkrieg. Er wollte nicht nur deutschen, sondern auch französischen Militarismus, auch der Engländer zeigen. Und es waren teilweise auch ja, sehr deftige Fotos von Schwerverletzten. Ernst Friedrich war der Erste, der solche Fotos überhaupt veröffentlichte in Europa im Jahr 1924. Man könnte auch sagen, dass diese Bilder dann auch den Grundstock bildeten zu dem weltweit ersten Antikriegsmuseum, das in Berlin gegründet wurde. Das Antikriegsmuseum war zugleich auch eine Stätte gegen nationalen Größenwahnsinn und gegen die Nazis. In dieser Zeit, in diesem Deutschland, ein Antikriegsmuseum aufzubauen, war für viele ein Kuriosum. Und so haben Zeitungen sehr früh gefragt, was zeigt denn dieser Ernst Friedrich in seinem Antikriegsmuseum? Ja, Friedrich zeigte Kriegsspielzeug. Es marschierten also Soldaten als Spielzeugsoldaten über Vitrinentische. Er zeigte Kaffeetassen mit Fahnen und Kanonen und er zeigte, wie schon genannt, die Verletzten des Krieges. Er war der Meinung, dass der Erste Weltkrieg schon einer war, in dem gerade die Zivilbevölkerung zu leiden hatte. Friedrich war der Meinung, der Dumme im Krieg ist der kleine Mann. Und die Kriege eigentlich zu verantworten haben, wissen sich zu drücken. Die gehen nicht selber in den Krieg, wenn sie sich drücken können. Das haben sowjetische Soldaten in Afghanistan abgeworfen. Man nennt das auch Schmetterlingsmine. Es sieht ein
wenig aus wie ein Schmetterling oder wie ein Spielzeug. Da gab es dann verschiedenfarbige, also dieses bräunliche, also mehr für Waldgebiete, dann gab es grüne für Wiesengebiete und gelbe für Wüstengebiete. Kinder, wenn sie das also auf dem Boden liegen sahen, waren neugierig und afghanische Kinder haben das dann vielleicht aufgehoben. In dem Augenblick, wo sie es angehoben haben, hat sich eine chemische Verbindung ergeben und diese Mine explodierte und sie hat dann Finger abgerissen. Diese Minen, da gibt es auch noch andere, die sollten nicht töten, nein, sie sollten schwer verletzen. Das hat eine psychologisch stärkere Wirkung, als wenn man die Menschen tötet. Das Museum ist dann im alten Berlin eine Stätte gegen Nazis, sodass also gerade pazifistische Gruppen, auch kirchliche Gruppen wie die Quaker aus England, sich im Antikriegsmuseum trafen, um zu überlegen, wie kann man Hitler verhindern. Das ging alles bis zu Hitlers Machtantritt Januar 1933 und nur 4 Wochen später wird das Antikriegsmuseum von der SA, der Sturmabteilung Hitlers, gestürmt und leider in eine Folterkammer umgewandelt. Friedrich also, der gibt nicht auf, der macht immer weiter, bis hin zu seinem Jugendprojekt auf der Ile de la Paix, der Friedensinsel in Paris. Was sagen Sie denn zu solch einem Leben? Hat das überhaupt Sinn, so etwas zu machen? Hat das in einem Antikriegsmuseum zu organisieren? Sie sind ja nun eine ganz andere Generation. Und ja, wie stehen Sie zu solch einem Menschen? Oder war er nur ein Outsider? Einer, der da merkwürdige Ideen hatte? Ich glaube, es macht mehr Sinn, das Leben zu leben, als viele andere, dass die einfach die Augen zumachen, um was in der Nähe passiert. Weil heute Tag haben wir ja noch Krieg. Man kann das einfach nicht ignorieren, in der Welt, in der man lebt. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall eine schöne und total sinnvolle Art, das Leben zu leben. Begegnet bin ich Ernst Friedrichs Buch Krieg dem Kriege mit den Fotos von verletzten Soldaten. In London als Kind mit 8 Jahren blätterte ich in dem Werk herum und die Fotos gaben mir sehr zu denken. Und so bin ich mit diesen Fotos aufgewachsen. Und mit 12 Jahren kam ich nach Deutschland, wo man dann gerade auch den Zweiten Weltkrieg hinter sich hatte und nun auch meinte, jetzt wäre man vom Kriege endgültig geheilt. Und ich als englischer Schulbub habe hier in Berlin auf dem Schulhof, war wahrscheinlich für uns Engländer die wichtigste Frage, aber ich habe dann meine Klassenkameraden gefragt, war ein Onkel von dir oder dein Vater, war der Nazi? Ich habe keinen kennengelernt. Das waren also meine ersten Erfahrungen hier in Berlin nach dem Kriege, 45, nicht wahr? Es gab keine Nazis. Die waren alle irgendwie, hatten die sich in der Luft aufgelöst. Bei wem leben eigentlich noch die Großeltern? Ja, sprecht mit ihnen. Fragt Oma und Opa, wie war denn das in eurer Jugend? Habt ihr so etwas mitgemacht? Wo stand die Familie? Was hat sich Oma und Opa gewünscht vom eigenen Leben, von der eigenen Zukunft? Was waren die Träume von ihnen? In ein paar Jahren leben sie vielleicht nicht mehr. Manchmal kann man nämlich über die Großeltern etwas über das eigene Ich erfahren, über die eigenen Wurzeln. Der Mensch hat Gott sei Dank die Veranlagung, schreckliche Dinge auch zu verdrängen. Das hat eine ganze Generation in Deutschland auch getan, dass man also über den Krieg einfach nicht gesprochen hat. Dass wenn also Enkelkinder fragten, Papa, Opa, erzähl doch mal was vom Krieg, hieß es sehr oft, ach, weißt du, dazu bist du noch zu klein, vielleicht später, wenn du größer bist. Wir wissen eben auch, dass viele, ja, heutige Großväter oder Urgroßväter eben vielleicht damals auch einen Arzt gebraucht hätten, einen Psychiater, weil die Erlebnisse so schlimm waren, weil sie teilweise taub geworden sind von den Geschützen, dem Donnern der Geschütze,
weil sie teilweise auch gesehen haben, wie ihre Mitkameraden unmenschlich wurden, abgestumpft. Und da spielten dann Tote überhaupt keine Rolle mehr. Und wir hatten vor 14 Tagen hier Bild-Zeitung und Energy und RBB Fernsehen zur Sendung SIP, weil es ein neues Killerspiel gibt, das heißt Call on Duty. Da findet der Dritte Weltkrieg statt. Wer es also kaufen will, 70 Euro. Etwa 70 Millionen wollen das und werden das kaufen, nicht wahr? Und dann kann man also in Hamburg und in Berlin versuchen, als amerikanischer Elitesoldat die russischen Terroristen rauszuhauen, nicht wahr? Man hat aber wohl mehrere Leben. Wenn man also den Philosophen Platon hören würde, dann würde man meinen, vieles von früher in der Antike der Griechen trifft auch auf die heutige Zeit noch zu. Was haben die Menschen also in den letzten 2000 Jahren gelernt, was Aggression und Krieg betrifft? Und da sieht man also einige Dinge hier im Antikriegsmuseum, sogar Kaffeetassen und Salatschüsseln, auf denen dieses Eiserne Kreuz abgebildet ist. Seltener vielleicht ist dieser Butterformer Eisernes Kreuz. Da konnte also die Hausfrau für den sonntäglichen Frühstückstisch ein Stück Butter hier reinpressen und das Eiserne Kreuz als Butterstück dann auf den Frühstücksteller packen. Etwas, was dann auch typisch war für einen Soldaten, dies schon in der Kaiserzeit, ein Koppelschloss, auf dem stand Gott mit uns. Das hat man später dann auch mit dem Eisernen Kreuz auch gehabt. Und sollte sagen, Gott wäre auf deutscher Seite. Ja, das glaubten die Deutschen, nicht wahr? Aber das glaubten auch die Gegner, die Engländer und Franzosen. Ja, auf wessen Seite ist Gott also im Krieg, könnte man auch fragen. Ja, das blieb dann in vielen Zeiten erhalten, dieses Koppelschloss, Gott mit uns.